এখন শৈলে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের আরেকজন তরুণ বক্তা এবং আমি ওনার পরিচয়টা এভাবে দেব যে সর্বপ্রথম হলো প্রাউড পাওয়ার তারাই আমাদের এই জাতিকে যে মহিলাদেরকে যেভাবে আমরা সমাজে হয়তো পিছনে থাকি বা ওরা যে সামনের দিকে কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়তো সামনের দিকে তারা দেবেন নাবিলা খন্দকার আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের তার বক্তৃতা উপস্থাপন করার জন্য এবং আরেকটু বলে রাখি নাবিলা খন্দকার হলেন আমাদের অস্ট্রিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাফিজুর রহমান খন্দকার নাসিম ভাইয়ের মেয়ে ধন্যবাদ Ich grüße herzlich den Präsidenten von Aumelik und den Erben von Sheikh Mujibur Rahman und seiner Familie sowie Sheikh Hasina, seiner Tochter, möchte ich sie alle herzlichst willkommen heißen. Ich bin Nabila Khondokar und heute erzähle ich Ihnen heute über den Krieg zwischen Bangladesch und Pakistan. Der bewaffnete Konflikt zwischen Westpakistan, heute Pakistan, und Ostpakistan, heute Bangladesch, der 1971 stattfand und rund 9 Monate dauerte, führte zur Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan. Die Teilung Pakistans aus Indien im Jahre 1947 war aus der These entstanden, dass Muslime und Hindus in Indien beide Nationen seien, deren Menschen nicht zusammenleben könnten. Pakistan war der erste moderne Staat, der ausschließlich aus der Grundlage der Religion gegründet wurde. Denn obwohl Indien eine hinduistische Mehrheit hatte, war seine Bevölkerung mit Muslimen, Sikhs, Jains und Christen multireligiös. Als Ostbengalen in die Teilung eingezogen wurde, dachten viele, es sei falsch. Und wegen der kulturellen Unterschiede zwischen Bengalen und den Völkern von Westpakistan, als der Westen versuchte, Urdu als Amtssprache im Osten einzuführen, begann eine sprachlich-kulturelle Oppositionsbewegung. Gründe des Kriegs. Westpakistan beherrscht das geteilte Land und erhielt mehr Geld als der bevölkerungsreichere Osten. Zwischen 1948 und 1960 waren die Exporteinnahmen Ostpakistan 70%, während sie nur 25% der Importeinnahmen einnahmen. Eine der Hauptfragen war der Ausmaß, in dem der Islam verfolgt wurde. Westpakistan mit einer überwältigenden muslimischen Bevölkerung von 97% war in religiöser Hinsicht weniger liberal als Ostpakistan, das zu mindestens 15% nicht muslimisch war. Bengalis sind stolz auf ihr gemeinsames literarisches und kulturelles Erbe, in dem muslimische, hinduistische und christliche Schriftsteller über die religiöse Trennweise hinwegblicken konnten. Der Unterschied wurde nach der Unabhängigkeit Bangladeschs deutlich, als Bangladesch als säkuläres Land unter dem Namen Volksrepublik Bangladesch und nicht als Islamische Republik Bangladesch gegründet wurde. Diese war eine Hommage an all jene Muslime und Nicht-Muslime, die am Unabhängigkeitskrieg teilgenommen haben. 1948 erklärte Muhammad Ali Jinnah in Dhaka, der Hauptstadt von Ostpakistan, dass Urdu und nur Urdu, eine Sprache, die nur im Westen von 2 Teilen des Landes beherrscht wurden, die einzige offizielle Sprache für alle sei, während Bangla von Mehrheit der Menschen gesprochen wurde. Ostpakistan empörte sich und mehrere Studenten und Zivilisten verloren am 21. Februar 1962 ihr Leben. Zum Gedenken an die Morde von 1952 erklärt die UNESCO den 21. Februar zum Internationalen Tag der Muttersprache. Die Situation erreichte einen Höhepunkt, als 1970 Aumelik, die größte von Sheikh Mujibur Rahman geführte ostpakistanische politische Partei, einen Sieg bei den Nationalwahlen gewann. Und 167 der 169 für Ostpakistan zugeteilten Sitze erhielt. Dies gab Aumelik das Recht, eine Regierung zu bilden. Der Führer der pakistanischen Volkspartei, Zulfikar Ali Bhutto, verweigerte sich jedoch, Rahman zum Premierminister von Pakistan zu machen. Stattdessen schlug er eine Vorstellung von 2 Premierministern vor. Bhutto weigerte sich auch, Rahman 6 Points anzunehmen, was zur Autonomie für Ostpakistan führen würde. Am 3. März 1971
trafen sich die beiden Führer der beiden Flügel zusammen mit dem Präsidenten General Yahya Khan in Dhaka, um über das Schicksal des Landes zu entscheiden. Die Gespräche scheiterten. Sheikh Mujibur Rahman forderte einen landesweiten Streik. General Tikka Khan wurde nach Dhaka geflogen, um Gouverneur von Ostbengalen zu werden. Ostpakistanische Richter, darunter Justice Siddiq, weigerte sich, ihn zu verteidigen. Ein Schiff der pakistanischen Marine, das Munition und Soldaten transportierte, wurde im Hafen von Chittagong festgehalten. Um die bengalische Arbeiter und Seeleute im Hafen weigerten sich, das Schiff zu entladen. Eine Einheit der East Pakistan Rifles weigerte sich, Befehle zu befolgen, um auf bengalische Demonstranten zu schießen und eine Meuterei von bengalischen Soldaten zu beginnen. Zwischen dem 10. und 13. März hob Pakistan International Airlines alle internationalen Flüge ab, um dringend Government Passengers nach Dhaka zu fliegen. Bei diesen sogenannten Government Passengers handelte es sich fast ausschließlich um pakistanische Soldaten in Zivilunform. Am 7. März 1971 hielt Bongabundhu Sheikh Mujibur Rahman eine Rede. In dieser Rede erwähnte er eine weitere 4-Punkte-Bedingung, um das Treffen der Nationalversammlung am 25. März zu berücksichtigen. Die sofortige Aufhebung des Kriegsrechts, sofortiger Rückzug aller Militärangehörigen in ihre Kasernen, eine Untersuchung über den Verlust von Leben, sofortige Übertragung der Macht an den gewählten Vertretern des Landes vor der Versammlung am 25. März. Er forderte sein Volk, auf jedes Haus in eine Festung des Widerstands zu verwandeln. Er beendete seine Rede und sagte: Der Kampf ist diesmal unsere Freiheit, der Kampf ist diesmal unsere Unabhängigkeit. 15. März. In der Nacht des 15. März begann die pakistanische Armee einen heftigen Versuch, die bengalische Opposition zu unterdrücken. In Bangladesch und anderswo werden die pakistanischen Aktionen als Völkermord bezeichnet. Vor der Durchführung dieser Handlungen wurden alle ausländischen Journalisten systematisch aus Bangladesch ausgewiesen. Bengalische Militärangehörige wurden entwaffnet. Die Operation wurde von der pakistanischen Armee als Operation Searchlight bezeichnet und von mehreren hochrangigen Armeegenerälen sorgfältig geplant, um Bengalis zu vernichten. Obwohl sich die Gewalt auf die Provinzhauptstadt Dhaka konzentrierte, wurde der Prozess der ethnischen Eliminierung auch in ganz Bangladesch durchgezogen. Insbesondere wurden Wohnheime der Universitäten von Dhaka ins Visier genommen. Die einzige hinduistische Wohnhalle wurde aus den pakistanischen Streitkräften zerstört und schätzungsweise 600 bis 700 ihrer Bewohner wurden ermordet. Hinduistische Gebiete in ganz Bangladesch wurden besonders schwer getroffen. Um Mitternacht brannte Dhaka buchstäblich, vor allem im hindu-dominierten östlichen Teil der Stadt. Am 26. März führte die Nation einen bewaffneten Kampf gegen die pakistanische Besatzungstruppen nach den Morden der Nacht vom 15. März. Die pakistanischen Streitkräfte verhafteten Sheikh Mujibur Rahman, der durch eine drahtlose Nachricht die Bevölkerung aufgefordert hatte, den Besatzungstruppen zu widerstehen. Mujib wurde in der Nacht vom 25. bis auf den 26. März 1971 verhaftet. Aumlik wurde vom General Yahya Khan verboten. Einige andere Führer der Aumlik wurden ebenfalls verhaftet, während andere versuchten zu fliehen. Bevor Mujibur verhaftet wurde, verkündete er die Unabhängigkeitserklärung und somit gilt der 26. März 1971 als der offizielle Unabhängigkeitstag. Nach der Unabhängigkeitserklärung versuchte das pakistanische Militär, Freiheitskämpfer zu unterdrücken, aber immer mehr bengalische Soldaten kamen in die Untergrundarmee, Bangladesh Army. Diese bengalischen Einheiten verschmolzen langsam mit der Mukti Bahini und verstärkten ihre Waffen. Sie starteten dann gemeinsame Operationen gegen die pakistanische Armee und töteten dabei viele. Dieser Rückschlag veranlasste die pakistanische Armee Rajakars, eine parlamentarische Truppe aus der lokalen Bevölkerung aufzunehmen und ihre Zahl zu erhöhen. Diese Leute wurden im Wesentlichen von lokalen Bengalen als Vertreter mit Argwohn angesehen, da die überwiegende Mehrheit dieser Rekruten Bahiri-Muslime waren, die sich während der Zeit der Teilung niedergelassen hatten.
unbeeindruckt von diesem Rückschlag, gruppierte sich Mukti Wahini neu, als an Stärke und Fähigkeiten zunahmen. Mit Unterstützung der indischen Regierung in Westbengalen wurde sie ausgerüstet und ausgebildet, um der pakistanischen Armee zu begegnen. Nachdem das Ausmaß des Problems erkannt worden war, wurde die Armee verstärkt, als die Truppenstärke auf mehr als 80.000 erhöht wurde. Die indische Armee, die in puncto Anzahl und Ausrüstung den Pakistans weit überlegen war, führte auf Dhaka eine dreigliedrige Zangenbewegung aus, die von den indischen Staaten Westbengalen, Assam und Tripura ausging. In all diesen Orten spielte die Mukti Wahini, die einheimischen Bengalen, eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der indischen Armee. Die Anzahl der Menschen, die im Befreiungskrieg von Bangladesch starben, ist nicht zuverlässig bekannt. Die meisten Schätzungen liegen zwischen ein paar Hunderttausend und 2 Millionen. Das Töten kann eindeutig als Genozid bezeichnet werden. Diese Sichtweise wird durch die oben erwähnten Berichte in internationalen Medien unterstützt, die während des Krieges vor der Veröffentlichung der 3-Millionen-Marke gemeldet wurde. Befürworter dieser Sichtweise wurden auch auf den enormen Zustrom von Flüchtlingen nach Indien hingewiesen. Die Minderheit Bangladesch, insbesondere die Hindus, waren die größten Ziele der pakistanischen Armee. Es gab weit verbreitete Tötungen von Hindu-Männern und Vergewaltigungen von Frauen. An öffentlichen Orten wurden Männer oft zum Ausziehen gezwungen, um zu beweisen, dass sie beschnitten waren. Das heißt, um zu beweisen, dass sie Muslime waren. Frauen wurden gefoltert, vergewaltigt und getötet. Genaue Zahlen sind unbekannt. Jedoch nennen die bengalischen Quellen eine erschütternde Zahl von 200.000 Menschen. Mehr als 60% der bengalischen Flüchtlinge, die nach Indien geflohen waren, waren Hindus. Am 16. März, innerhalb von nur 12 Tagen, fiel die Hauptstadt Dhaka an die Mitro Bahini, die alliierten Streitkräfte. Generalleutnant Niyazi ergab sich den vereinten Kräften, die von seinem Kommandanten Generalleutnant Jagjit Singh Arora angeführt wurden, indem er die Urkunde über die Übergabe unterzeichnete. Bangladesch wurde befreit. Nach dem Krieg. Nach der Kapitulation Pakistans Ende 1971 freuten sich die Menschen in Bangladesch über ihre Befreiung. Dem folgte die Notwendigkeit internationaler Akzeptanz von Bangladesch, da nur wenige Länder die Nation anerkannten. Dies gelang Bangladesch, nachdem sie der UNO durch die Hilfe von Amerika und Westeuropa beitritt. Bangladesch heute. Der Kampf brachte viel Armut und Elend nach Bangladesch. Nach und nach verbesserte sich unser Land durch unsere Bundesministerin Sheikh Hasina, die Tochter von Sheikh Mujibur Rahman. Zuletzt möchte ich noch ein Zitat von Barack Obama zitieren. Please take Bangladesh as your role model. Dankeschön.